Ja, der hat nur 115.000 Golden Vermine. Mann. Ja, das hier müssen wir einreißen. Ist nicht so schwer eigentlich, weil er hat nicht viel da. Nicht viel nennenswert, ist ein paar Ballisten toll. Kann sich einen abroffeln drüber, wenn man eh Pötte hat. Wir setzen aber einen Turm. Baumgrunzer, Ritter Level 1. Kein Problem. Und ein Level 1 Ritter verliert, glaube ich, sogar gegen Level 5 Grunzer. Bin ich mir aber nicht sicher. Warum brauchst du nicht so Stück Dreck? Danke. Auf jeden Fall brauchen wir Kampfplätze, aber er hat hier Schlachtschiffe. Sie sehen ein bisschen eindrucksvoll aus mit den ganzen Kanonen. So ein Pott hier, der ist nicht so cool. Aber er hat erst eins davon. Es wären noch mehr, wenn man ihn lässt. Was man natürlich nicht machen sollte. Ach, keine Ahnung, ich baue einfach runter. Wir haben viel Gold übrig. Oh, wir können schon Festungen bauen hier. Hm. Level 3 Haupthaus. Nett, nett. Wollen wir da noch eine Raffinerie ran? Ich glaube, irgendwas eingestürzt, man hat es gehört. Ach, meine Goldmine, cool. Dann müssen wir wohl bald darüber setzen. Was nicht so problematisch sein dürfte. Hop, drop. Ja, mit Zerstörern gegen Pötter, das ist mutig. Sollte er nicht probieren. Ist nicht gut für sein Unit-Zeugs. ET, Mann, ich vergesse es mal. ET ist Tower. Peons rüberbringen. Bauen wir einen Top-Orgersel. Und ein Altar der Stürme. Ein neues Gebäude für uns. Und das sind jetzt genau 6 Stück, das ist gut. Wir haben eine zweite Ladung für die Fähre. Darnturm. Und Darnturm. Dann passt es. Ja gut, die Fähre machen wir so zurück. Zack, zack, zack. Ah, und dann können wir uns klemmen. Und Ogermagier. Hey. Manchmal laggen die Fähren so ein bisschen, das ist komisch. Macht keinen Sinn. Wie? Gold. Hier bauen wir noch einen Pott. Haben wir kein Holz mehr? Doch, da hinten haben wir Holz. Dann baut das doch mal bitte ab. Also, der wird ihn hier oben droppen, von daher ist hier unten egal, ob da ein Turm steht. Da wird er nicht reingehen. Die Festung sieht ein bisschen komisch aus, hat hier irgendwie so Augen und Mund oder so. Weiß nicht, was das darstellen soll, sieht ziemlich abartig aus. Du klemmst da ein bisschen, das ist nicht gut. Warum hackt ihr Holz? Ich hab die alle auf Gold geschickt. Ja, da müssen die Türme jetzt zeigen, was sie können. 4 Soldaten dürften machbar sein für die Wachtürmchen. Ja, da hätten wir das Reparieren gar nicht gebraucht, aber... Ja. Machen ist gut. Nicht machen ist doof. Aber wir haben Verluste. So, was kann der Auge von Killrock? Wir können auch direkt Kampfrosch lernen, das ist praktisch. Gucken, ob ich das irgendwie effektiv benutzt kriege. Wäre natürlich cool. Der hat hier gestackt. Man merkt auch direkt, dass die andere Sounds haben. Kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Kann einem scheißegal sein, ich find's gut. Ja, ein bisschen mehr Arbeit machen ist mal nett. Gut an dem Ende ist, dass er hier nicht wirklich noch was dazu baut. Schlecht ist, dass wir nicht mehr viel Gold haben. Noch knapp 20.000 da drin. Da oben hat er schon wieder eingeladen irgendwo. Ey, ey, da fährt ein Schlachtschiff vor. Da kommt die Fähre. Ah, wir gehen eh gleich in die Offense. Weiß nicht, was wir brauchen, um die Insel zu machen. Ich denke mal, von Level 7 Ogermagier brauchen wir nicht viel.
Wenn ich da gute Kampfräusche setze, dann kriegen wir das leicht überrannt. Das hier möchte ich ganz gerne doch noch reparieren. Ja, was soll denn das jetzt werden? Toll. Das waren natürlich ultimative Kampfräusche. Kampfrauschräusche. Keine Ahnung, wie man es nennt, aber. Man erkennt an der komischen Weintraube da. Ja, soll gut sein, aber. Für mich ist das eher so eine Traube. Dann kennt man halt die Kampfrauschen. Und wenn man den sieht, dann weiß man, wie es da. Gut, jetzt sterben meine Einheiten alle. Wenn man ihn auf seiner Seite sieht, ist er natürlich gut. Ich weiß, naja, jetzt habe ich gewonnen. Wir werden einen zweiten Zappi haben. Und er erhöht seinen Schlachtschiff-Counter hier auf 3 mittlerweile. So, Öl brauchen wir glaube ich nicht mehr. Wir haben hier noch 2000 drin, dann sind wir bei 14.000 etwa. Ich gehe davon aus, das reicht. Dumm, Farmtaschmieder, Paladiner. Bei Schlachtschiff. Ja, klar, versenken wir direkt was. Noch eins. Oh. So, direkt von Sack gekriegt. Gut, wenn er um den kämpfen will, gehen wir los. Da ist ein Schlachti. Das hier muss man nicht kaputt machen, aber es ist besser. Zumindest die Häfen will ich wegmachen. Ja, wenn das nicht direkt was wird mit der Insel, dann ist das blöd. Wenn die ganzen Häfen noch sagen, dann wäre immer Nachschub reinhaut. Scheiß Ballisten. Er hat auch vorgesorgt, er hat die zwei Gießereien. Zu wenig Nahrung, geil. Und die haben diese komische Hotkey-Entprellung drin, also man kann die nicht direkt schnell hintereinander drücken, man muss mal ein bisschen warten. Naja, zerreißen wir ihm das hier mal ein bisschen. Zack, kaputt. Gut. Hä? Oh. Hab ich jetzt aber Angst. Die Fähre. Preis. Flutscht hier einfach durch, warum ist die Tunnel fast kaputt? Hat wieder gedroppt oder was? Da war ein U-Boot. Oh, zwei U-Boote. Ah, es wird lustig, wenn wir auch U-Boote bauen können. Das wird lustig. Vierer Schuss, der war bestimmt vor der Paladin. Von daher gut, dass die weg ist. Man sieht, so ein Zerstörer macht gar keinen Schaden an Kampfpötten. Yeah, Kampfpötte. Ich hab's jetzt schon 10 Mal gesagt heute. So, der Hafen ist auch weg, das heißt, Schiffe braucht man nicht mehr. Das da oben ist trotzdem nervig. Da ist noch so ein Ding. Kaputt. Kacken dreist. Wie Kaldo jetzt sagen würde. Wir könnten einmal im Kreis fahren, das wäre ziemlich riskant mit den ganzen Towern da. Aber andererseits wäre es auch nice, weil dann verballern wir nicht so viele Ogre unnötig. Die Golden ist auch schon wieder alle. Das heißt, wir können kein Gold mehr machen. Ich brauche mal schneller, ich brauche noch eine Fähre. Der Pott kann auch noch mit da hoch. Dann haben wir 9 Stück, das reicht glaube ich mal hier einmal im Kreis zu fahren. Ja, 2 Schüsse für den Turm. Auch Bogenschütze. Das wollte der Paladin jetzt, der wollte auch nicht heilen. Mensch, wollte etwa jemanden über den ganzen Fluss hier heilen? Einmal im Kreis fliegen und wir sehen keine U-Boote. Kann der Zeppelin erstmal hier stehen bleiben? Ich habe ja noch einen zweiten gebaut, warum auch immer. Irgendwie hat er mir bis jetzt nichts gebracht.
Die drei nehmen wir auch noch mit. Nein, da rein. Oh, dreist. Wo hat der denn jetzt den Tanker her? Echt ein Tanker überlebt von dem? Ja, wie schnell ist das dauern geht mit so einem Teil. Da kommen sie an zum Reparieren. Wie süß. Oh, tot. Oh, haben wir das verloren. Mach die Balliste in den Arsch. Nein. Er hat sein Leben gegeben, um das eine Ding kaputt zu schießen. Die Dinger sind so overpowered. Das ist unrealistisch. Ich denke mal, deshalb wurde dieses Seeschlachtkonzept auch nicht übernommen in den Warcraft 3. Da gab es nur so ein paar bekackte Schiffe. Da sind wir jetzt außer Range. Gab es diese komischen Nachtelfenfregatten und sowas, die mit Pfeilen geschossen haben, total langsam. Und eigentlich nutzlos waren für die Rohstoffe, die man da reinstecken musste. Aber hier Schiffe FTW. Naja. Immer ein bisschen Kampfrosch. Man sieht, wie schnell so ein Hauptshaus kaputt geht, wenn man einen Kampfrosch einsetzt. Auf möglichst viele Units. Also sollen wir bauen eine Festung? Ja. Und einen Hafen. Na gut, machen wir das. Das wird jetzt unendlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Könnten wir eigentlich in der Zeit noch das hier alles zerlegen. Ja, das war super. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut mitbekommen hat wie ich, aber der... Boah, das war's tot. Er hat sich halt ein Ballista gebaut. Das kam raus und hat instant einen von meinen weggeschossen. Ich fand's dreist. Ganz ehrlich. Ja, wir schicken das jetzt alles rüber. Wir können jetzt eh nicht mehr auf unsere Insel rüber, von daher ist mir das scheißegal. Er greift nicht mal meine Fähren an, wenn sie neben ihm stehen. Schade ist noch, dass man sich nicht selber kampfrauschen kann. Aber guck mal, man sieht, es ist effektiv bis zum geht nicht mehr. So schnell ein Haus zerlegen. Overpowered. Da ein Hafen und hier ein Hochburg. Naja, machen wir ihm das kaputt. Und man sieht, ein voller Ogre kann 5 Einheiten kampfrauschen. Weil der Grundsatz hier unten, der sollte da eigentlich killen. Ach toll, Türme. Ich finde die Kanonentürme sind so nutzlos, da kann man auch einmal im Kreis rumrennen und den einfach so totkiten. So, wenn die Festung durch ist, haben wir gewonnen. Dann werde ich auch erstmal kurz eine Pause machen und nachher nochmal aufnehmen. Vielleicht das hier vielleicht was anderes, mal gucken. Irgendwie macht das hier gerade dran. Boah, ist ja langlebig gewesen. Na, komm, sterbt. Das nervt immer, wenn die Hinterherren sich heilen. Das kann man sich ja mal ausrechnen. 255 Energie, alle 6 Energie, einen Punkt heilen. Oh, wir haben gewonnen. 255 durch 6, das sind knappe 40 Heal. Oder? Ja. 42. Ja, speichern wir. Zack. Und bam. Rangkapitän. Für mich ist ein Kommandeur eigentlich höher als ein Kapitän, aber okay. Also sehen wir uns nachher oder morgen oder wie auch immer wieder mit den 5 schwereren Missionen. Also